Leute, heute ist es soweit. Es gibt eine Roomtour. Hey, Ruhe da. Und zwar nicht bei mir, aber bei jemand anderem. Wer genau das ist, das verrate ich gleich. Let's go. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanzen. Und heute vor einem Jahr habe ich diesen Kanal gegründet und ich bin heute ganz besonders glücklich, denn ich habe mir was Besonderes überlegt für euch. Und zwar fahren wir gleich zum Momo nach Bochum. Da werden wir uns zusammen mit dem Momo mal seine Wohnung angucken. Der hat nämlich ein paar ganz besondere Pflanzen. Da machen wir so eine Art Roomtour und da könnt ihr euch schon mal ganz besonders drauf freuen, denn da sind ein paar Raritäten dabei, wo der ein oder andere von euch mit Sicherheit richtig Spaß in der Backen kriegt. Und jetzt gehe ich noch mal kurz hier rüber zum Bäcker und hole ein bisschen Nervennahrung und dann sehen wir uns gleich. So Leute, ich habe jetzt gerade drei Berliner beim Bäcker gekauft. Ich denke, da werden die richtig glücklich drüber sein. Mindestens genauso glücklich wie die Sonne, die mir jetzt gerade so ultra ins Gesicht lächelt. Und wenn ihr mir übrigens auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollt, ja, dann scrollt doch einmal hier unter das Video und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr so richtig nett sein wollt und mir was schenken wollt zum einjährigen Jubiläum, dann lasst mir doch mal einen lieben Gruß unterm Video da. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir genug gequatscht. Wir fahren jetzt los. Let's go. Hallo. Hallöchen. Wunderschönen guten Hallöchen. Tag. Kommt Tag. Komm rein. So Leute, die Maske ist auf jeden Fall auf. Das ist der Momo. Der Momo hat hier einiges an Pflanzen stehen. Oh, wir sind ein bisschen nah. Ich gehe ein Stück zurück. So, auf jeden Fall, der hat auch richtig coole Pflanzen. Ich habe auch mal gerade so ein bisschen durchgelunzt hier und gefällt mir richtig gut. Momo, jetzt bist du gefragt. Ja, also ich bin der Momo. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus dem Ruhrgebiet. Ich habe hier in meiner kleinen, schönen 50 Quadratmeter Wohnung ein paar Pflanzen. Es waren mal mehr, aber es sind immer noch genügend. Und auf jeden Fall. Es ist so ein Hobby, was ich für mich entdeckt habe mit der ersten eigenen Wohnung. Ja, ne? Mega cool. Ja. Ich muss mal kurz dazwischen. Komm mal bitte hier ein bisschen näher. Ist das nicht ein mega geiles Blatt? Wunderschön. Wo kommt das Ding denn her? Die habe ich in Pflege von einem guten Freund, der ist gerade in Thailand und der hat gesagt, er hat gerade zu mir gesagt, ich vertraue dir meine Pflanzen an. Ja. Der hat ein paar Sachen abgegeben, hat seine Wohnung aufgegeben, ist so ein bisschen auf Weltreise mit seiner Frau und hat gesagt, die Thai Constellation und so ein paar andere Schmuckstücke, die ich euch gleich noch zeige, die will er einfach nicht abgeben. Er weiß, bei mir sind die in guten Händen, denen geht es hier gut. Ich passe darauf auf, gebe ihm regelmäßig Updates und ja, die ist jetzt hier bei mir und ich hoffe, und ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen geguckt und ich würde meine Pflanze tatsächlich auch ihm in vertrauensvolle Hände geben. Weil das sieht ja alles sehr gut aus, aber das seht ihr jetzt gleich. Ja. Genau, der Momo hat übrigens auch einen Instagram-Kanal. Genau. Mittlerweile, ich glaube, über 2000 Abonnenten. Genau. Ne? Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das Profil, das verlinke ich euch jetzt mal unten. Willst du noch irgendwas zu deinem Instagram-Kanal sagen? Ja, gerne. Also ich habe meinen Instagram-Account ungefähr vor einem Jahr eröffnet. Momos Jungle, also schaut, wie gesagt, gerne mal vorbei. Da zeige ich euch so ein bisschen was über meine Einrichtung, so ein bisschen die Kombination aus Pflanzen und dieser skandinavischen Hügge-Einrichtung. Und was ich dazu sagen kann, ist einfach, es ist eine super tolle, große Community. Man lernt unheimlich viele Menschen kennen. Grüß mal ein paar. Genau, und grüßen die Vivien. Will ich grüßen. Die Vivien ist übrigens hinter der Kamera. dazu später mehr. Den Instagram-Kanal von Vivien, den verlinke ich jetzt auch nochmal hier unten. Und wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine richtig, richtig kranke Sache, oder? Was sagst du? Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich glaube, ihr werdet aus dem Häuschen sein. Ja, aber sie fungiert jetzt gerade noch als Kamerafrau. Genau. Und, ein bisschen degradiert, aber ich glaube, das kriegt sie ganz gut gebacken. Ja, genau. Sie nickt auf jeden Fall. So, jetzt habe ich den Faden verloren, ist aber auch egal. Wir haben genug Blabla gemacht, oder? Warte mal. Ja. Habe ich irgendwas? Ich habe alles gesagt. An. Genau. Okay. Ja, wir sind jetzt hier im Wohnzimmer direkt vor meinem Schmuckstück in der ganzen Wohnung. Ach, das weiß ich. Genau. Und zwar, wir wollen noch jemanden grüßen. Instagram-mäßig. Hau mal ein paar Grüße auf alle Instagram-Kanäle. Den Simon würde ich gerne grüßen. Ja, dann schaut auf jeden Fall mal beim anderen Simon vorbei aus Neuss von Home Jungle Germany auf jeden Fall. Schaut da mal vorbei. Der hat unheimlich tolle Pflanzen. Ganz viele Pflanzen, die wir auch so gar nicht irgendwie im Gartencenter immer sehen. Und Leute, was ist denn das Schönes? Das ist mein wunderschönes Schmuckstück. Meine Milzbohr-Vitrine. Ist die ganz klassische IKEA-Vitrine.
die ganz oft vertreten ist in der Pflanzen-Community. Die habe ich mir selber so ein bisschen hergerichtet. Genau, hergerichtet mit Heizmatten in 2 Etagen. Am Anfang hatte ich noch mehrere Glasplatten drin und mehrere Böden. Passt aber nicht. Mittlerweile habe ich mir gesagt, auch die Anturien werden immer größer. Ich will Platz nach oben haben. Und mit Heizmatten, da sind Growlights drin, LED-Growlights, Vollspektrum. Oben habe ich 3 Stück drin, unten nur eine, weil die Anturien ja gar nicht mal so viel Licht wollen, nach meiner Erfahrung. Ja. Und das Ganze ist dann nochmal abgerundet mit PC-Lüftern. Die hat mir der Onkel von meinem Partner zusammengelötet zu einem System, dass quasi in jeder Etage welche vertreten sind und dann mit einer Zeitschaltuhr alles geregelt ist. Ja, ordentlich Wind ist auf jeden Fall drin. Ja. Übrigens für euch nochmal die Info, gerade so ein bisschen Luftzirkulation. Wenn ihr eine Vitrine habt, haut euch die auf jeden Fall rein, weil es macht die Pflanze stärker, dadurch, dass die ganzen Bewegungen in der Pflanze halt passieren durch die Windstöße. Luft wird besser umwirbelt, Pilzgefahr ist da auch mehr oder weniger, ja, ich sag jetzt mal reduziert, noch nicht komplett weg, aber gerade wenn man so eine Luftfeuchtigkeit hat von, ja gut, 100%, jetzt gerade ist es, glaube ich, ein bisschen runter. Weil wir die Tür jetzt eben schon aufhatten. Also normalerweise stand da gerade eine fette 100. Absolut, ja. Ja, die haben wir jetzt ein bisschen reduziert. Deswegen nochmal für euch die Information, Lüfter, ganz wichtig. Ja. So, okay, machen wir mal weiter. Was haben wir denn da so für Schätzchen? Ja, wir haben hier ganz viele Schätzchen drin von mir. Also meine Alocasia Frydeck ist so mit mein größtes Schätzchen, sage ich mal so. Aber seit neuem meine Monstera Thai Constellation als kleine Pflanze. Ja. Das ist eine kleine Babypflanze, ein Weihnachtsgeschenk von Vivian und Alex, von Vivian und ihrem Freund. Ja. Kommt da schon was Neues? Ja, es bildet sich zumindest aus. Das ist hier. Genau, das hier ist aus dem Stammstück gezogen. Ja. Wurzeln sahen super aus. Ich habe die letzte Woche umgetopft und das ist seit kurz vor Weihnachten mein absolutes Schätzchen. Ich gucke jeden Tag, ob sich da irgendwie was tut und bin unheimlich stolz, die zu haben. Ja. Und meine Florida Beauty. Die ist auch so eine Pflanze, die hat unheimlich starke Wurzeln, aber ein ganz, ganz, ganz kleines Stammstück. Aber die Panaschierung sieht auch ganz gut aus. In dem Blatt jetzt nicht mehr so, aber ich denke, im nächsten wird wieder ein bisschen mehr kommen. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, jetzt ist Baby auf jeden Fall. Ja. Jetzt sehe ich da hinten die Frydeck. Ja. Und zwar steht die in Porn. Ich sehe hier Erde, ich sehe da Erde, da, bla bla bla, überall Erde. Ja. Aber die steht in Porn, genauso wie hier das Töpfchen. Genau. Warum stehen die in Ponn und die anderen in Erde? Weil ich unheimlich gute Erfahrungen gemacht habe mit Ponn bei Alocasien. Okay. Ich habe am Anfang, also die Frydeck ist tatsächlich die erste Pflanze, die mir so in den Sinn gekommen ist, als ich auf Instagram so rumgesurft habe am Anfang und ich habe gesagt, die brauche ich, genau wie den Gloriosum. Und die habe ich immer gesehen bei YouTubern oder auf Instagram, die brauche ich, die will ich haben. Und ich habe sie mir so oft gekauft, bestellt, im Gartencenter gekauft und immer so für 50 Euro und die sind mir immer eingegangen. Ja. Immer in Erde eingegangen. Und dann hat Vivian zu mir gesagt, weißt du was, ich habe meine große in Ponn stehen, die braucht kein Licht, die braucht keine Vitrine, die wächst und wächst. Ja. Und dann habe ich mir eine bestellt und habe gesagt, komm, versuchst es noch einmal. Ja. Und es hat funktioniert. Und sie steht in Ponn, sie hat super Wurzeln und sonst fahre ich halt unheimlich gut mit meinem Erdmix. Ich mische den selber aus Wurmhumus, Kokoserde, Pinienrinde, Sphagnummus ist ein bisschen drin, Bimsteine, Perlit. Und das ist so ein luftiger Mix und da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Aber misch dich auch selber an? Genau, ich mische das immer selber an. Ich habe im Keller unten die ganzen einzelnen Komponenten, mische das immer in einer Kiste alles durch. Ja, da unten sehe ich genau, hier unten steht meine Kiste, ja. Da ist alles einmal drin. Ey Leute, guckt euch das an. Ist das nicht süß? So, meine kleine Bonbon-Kelle. Ja, auf jeden Fall geil. Ja, braucht man auch. Ich sag mal, wenn man so ein paar Pflanzen hat, so wie du jetzt hier, das ist, ist halt immer gut, wenn man so eine Box fertig parat stehen hat, mit ein bisschen Erde drin, einfach reingekommen. Genau. Ist, ne? Ja. Ja, ich sehe auch, da ist eine Bohlemarks Variegata, ne? Genau, das ist ein Kopfableger, der zieht jetzt gerade schön Wurzeln, damit ich den Wald einpflanzen kann. Ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Exemplar. Und sonst habe ich halt, das ist so meine Vitrine mit echt vielen Schmuckstücken drin. Ne? Also ich habe, wie eben schon gesagt, von meinem Kollegen ein paar Pflanzen in Pflege. Ja. Da sind noch welche drin, die tatsächlich nicht jeder hat. Monstera Aurea, ein unheimlich schönes Exemplar, worauf ich total stolz bin. Also hier die Aurea-Panaschierung. Ist schon echt extrem. Die oben ist ein bisschen hell geworden, aber es ist tatsächlich eine Aurea. Und die Anturium Regale, die ist einfach, bildschön. Auf jeden Fall. Ja, nur immer auch schwer zu pflegen. Das wissen auch viele nicht. Viele wollen halt diese riesen Blätter haben, ne? Diese Anturium Regalblätter, weil die halt einfach mega geil aussehen. Seht ihr ja selber hier. Ja. Aber ist nicht immer unbedingt die leichteste Pflanze. Ist halt, das ist es halt auch. Ne? Ich habe eine Zeit lang gedacht, es sieht halt auf Fotos unheimlich schön aus, die so in einer Einrichtung stehen zu haben, in einem schönen Topf, aber es klappt nicht. Also es kommt wirklich auf die Wohnung an. Es gibt wirklich auch Wohnungen, die sind ein bisschen feuchter vom Klima her. Aber hier bei mir, die fangen sofort an zu meckern. Ja. Was hast du denn hier Schönes? Das ist eine Red Spot Tricolor. Das sind Cuttings von einer großen Pflanze, die wir gleich nochmal angucken können. Ja. Die haben natürlich alle ihr Mutterblatt verloren, bis auf das eine, wenn ich mal zeigen darf. Und hier
tut sich überall schon was. Da kommen überall Neuaustriebe, überall Wurzeln. Ja. Da schwöre ich auch auf Moos bei Syngonien. Ich habe das Gefühl, bei mir in Perlit bewurzeln. Das klappt irgendwie nicht. Ja. Aber du lässt die hier drin bewurzeln und genau. Dann pottest du die auch ganz genau so in deinen Erdmix ein. Genau, dann hast du schon mal überlegt, die vielleicht auch mal im Moos zu kultivieren? Ja, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, aber noch nie ausprobiert. Ja. Ich hatte eine Pflanze, das war ein Philodendron Fusipitole. Ja. Den habe ich in Moos gelassen und das hat unheimlich gut funktioniert. Ja. Also das war schon eine gute Sache. Ja, ich habe auch so ein Experiment am Laufen. Ich bin mal gespannt, ich stehe jetzt schon fast 2 Jahre da drin. Ja. Also noch geht es ja richtig gut, aber okay. So, dann würde ich sagen, sind wir damit durch? Ja. Mit der Vitrine? Ja. Mega geile Vitrine. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr die geil findet, auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben. Und so, machen wir die zu. Warte mal. Jetzt fällt mir noch gerade was ein. Das ist auch überhaupt nicht irgendwie im Vorfeld abgeklärt gewesen. Und zwar, viele von euch haben ja so eine Vitrine bei sich auch zu Hause stehen. Jetzt erzähl erst mal, was ist das für eine Vitrine? Das ist die Milzbo-Vitrine von Ikea. Das ist so eine ganz klassische Glasvitrine von denen, aber ist total weit vertreten wie die Fabrikeur in der Pflanzen-Community. Also die Vitrine kostet 199 bei Ikea. Ja. Und da ist halt dann eine... Da sind, glaube ich, 4 Einlegeböden mit dabei. Ja. Und an sich habe ich jetzt mal versucht am Anfang, wo wir jetzt hier drauf zurückkommen, auf die Luftfeuchtigkeit. Viele haben das Problem bei den Vitrinen, dass sich trotz des Glaskastens sich die Luftfeuchtigkeit einfach nicht so gut hält. Und dann habe ich mir vom lieben Pflanzenfaddy, schaut bei dem auf jeden Fall auch mal da vorbei. Raus. Genau, Grüße gehen raus. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, weil der hat auch ein Highlight erstellt, wo er das Ganze abgedichtet hat. Und ich habe hier an den Rändern eine ganz normale Fensterdichtung verklebt. Einmal hier, da unten und hier. An der Kante, wo dann am Ende die Türen geschlossen werden. Und das funktioniert unheimlich gut. Also seitdem ich das habe, brauche ich keinen zusätzlichen Luftbefeuchter. Und die Luftfeuchtigkeit steigt wirklich bis auf 99%. Und dann in Kombination mit den Heizmatten und der Raumtemperatur sind da drin 25 Grad um die 90% Luftfeuchtigkeit. Also das kann eigentlich nur gut werden. Ja, mega. Ja. Wie gesagt, gerade eben stand ja noch eine fette 100 da oben. Ja. Von daher mega geil. Jetzt nicht mehr. Okay. Ja, jetzt nicht mehr. Shit, egal. Ja. So, wir gehen jetzt weiter. Ich möchte nur noch mal kurz zeigen, was das hier ist. Ich meine, ich habe es gerade schon mal erwähnt, aber ich muss es einfach noch mal zeigen. Okay, wir gehen weiter. Ja. Wo gehen wir als nächstes hin? In die andere Ecke vom Raum. Ja. Mein neues Regal. Hier stand vorher eine Vitrine, eine kleine Fabrikeur-Vitrine von Ikea auch. Ja, das hier ist jetzt mein neues Regal. Das habe ich gar nicht so lange, ich glaube seit Mitte Dezember, passend zur Möbelserie, voll mit Pflanzen. Da habe ich halt überlegt, okay, gut, da mussten aber auch Pflanzen rein, die auch irgendwie im Raum stehen können und keine Vitrine brauchen. Da habe ich geguckt, kannst du das machen? Ja, kann ich machen. Dann habe ich mir das Regal gekauft und hier stehen natürlich auch ein paar Schätzchen von mir drin. Also mein größtes Schätzchen ist mein Glory im länglichen Holztopf. Darf ich die anfassen? Ja, darfst du. Oh. Ja. Ja, der fühlt sich unheimlich wohl in dem Topf. Ich habe den da reingetopft. Der ist gezogen aus einem ganz alten Stammstück. Deswegen hat er in der Größe auch schon diese extremen Blattvenen, weil das einfach eine uralte Pflanze war, die Mutter. Und das ist so... Hier kühlt auch was Neues. Genau, da kommt ein neues Blatt. Ja, geil, geil, geil. Hier steht so einiges drin, was... Was ist hier deine teuerste Pflanze aus diesem Regal? Jetzt nicht, was du hier am meisten für gezahlt hast, sondern was jetzt der aktuelle Marktpreis, wo du sagst, die ist am teuersten. Da würde ich tatsächlich noch auf die Syngonium Red Spot Tricolor gehen, die hier einmal 1, 2 und 3, also 3 große. Da gehen auch wieder ganz liebe Grüße raus an Simon, die ziehe ich für ihn hier groß, denen geht es hier richtig gut. Die waren mal ganz, ganz klein und werden immer größer, aber das sind so die Pflanzen, wo ich sage, die liegen schon noch bei einem extremen Wert bei der Größe. Ja. Ne? Also sind auch mega schön. Ne? Ja. So, und dann sehe ich das hier noch. Ja, meine White Princess. Nee, meine. Deine White Princess. Nimm sie mit, ich krieg's nicht mit. Ja, oh, da kommt schon was Neues. Ja, ja, das ist ein Kopfableger, den habe ich beim Palmmann gekauft und habe den bewurzelt in Moos und habe ihn dann jetzt vor kurzem in Erde gesetzt und da kam direkt schon ein neues Blatt und wie ich jetzt gerade sehe, kommt da, was da kommt schon das nächste Blatt. Ja, ja. Richtig schön, auch die Panaschierung. Mega total, cool, ne? Also so stelle ich mir auch eine anständige vor und genauso ist er auch gewachsen. Wahrscheinlich geht es dir auch richtig gut. Die kriegt ihr hier zum einen, was ist das, ein Ostfenster? Nee, das ist Südseite. Südseite? Ja, hier knallt den ganzen Tag die Sonne rein. Da musst du ja aufpassen, ne? Ja, aber es geht. Also so wie die Sonne jetzt fällt, also hier unten ist immer sehr viel Licht und das ist auch den ganzen Tag über. Ne? Ich muss im Sommer aufpassen, wenn die Pflanzen, die hier stehen, deswegen habe ich da auch so ein weißes Rollo, was ich runter machen kann. Kann ich auch mal zeigen. Ja, mach mal. Das ist halt auf jeden Fall noch lichtdurchlässig, damit die Bude nicht abgedunkelt ist. Ja. Aber da haben die Pflanzen halt
wenigstens ein bisschen Schutz, damit die hier nicht verbrennen. Ja, aber die LEDs hast du auch permanent am Laufen, also 12 Stunden oder? Genau, was? Die gehen morgens um 7 Uhr an und gehen um 22 Uhr wieder aus. Die sind auch alle geregelt mit der Zeitschaltuhr. Ja. Ja. Und hier sehe ich auch nochmal einen Rangstab. Genau, den habe ich selber gemacht. Die Inspiration habe ich mir so ein bisschen genommen vom lieben Simon, haben wir eben schon mal kurz erwähnt, von Home Jungle Germany. Der hat uns nämlich ein bisschen gesagt, dass das das A und O ist, um große Blätter zu bekommen. Ja, nee, wissen viele nicht. Ja. Also viele denken, auf die Ranghilfe, ja. Ist wichtig, um halt möglichst schnell die Pflanze dazu zu kriegen, dass die große Blätter entwickelt. Und diesbezüglich muss ich auch noch mal kurz sagen, ich mache jetzt, oder es läuft bereits schon, ein Experiment, und zwar, wo ich verschiedene Rangstäbe, einmal hier Moosstäbe, dann diese Standardstäbe und das gleiche an einem Plank, wo ich die Pflanzen hochziehe, und da gucke ich jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten, welche Pflanzen sich da blatttechnisch am besten entwickeln. Das Video wird aber noch ein bisschen dauern. Sehr interessant. Ja, ich bin mal gespannt, ich bin echt mal gespannt, ja, ob das hier wirklich so viel besser ist, als wenn ich jetzt beispielsweise die Pflanzen hier einfach hochranken lasse. Ja. Ne? Vielleicht reicht das ja auch, einfach eine Wand dahin, ja, und fertig. Ja. Ne? Ob ich da jetzt unbedingt so ein aufwendig konzipiertes Gerät hier zusammenbasteln muss. Ja, ich habe es mir da irgendwie mit Lampe und alles irgendwie in eins zusammengefriemelt, ja, damit die da die besten Bedingungen hat, um schön schnell nach oben zu kommen. Ne? Ja, weil die Problematik hier bei diesen Moosstäben, ich weiß, viele von euch haben das gesehen schon, im Internet gibt es die ja überall, aber die Problematik ist ja, dass das Sphagnummoos hier am Anfang natürlich feucht ist, wenn man das hier alles zusammenfrickelt. Aber irgendwann, ja, und zwar gar nicht so viel später, ist das Ding trocken. Ne? Also 2 Tage, wenn ich den richtig nass mache, dann hat sich das schon. Und dann ist man öfter hier dabei, den Rangstab zu gießen als die Pflanze. Und genau. Leute, muss jeder selber wissen. Ja. Okay. Ja. Ja, jetzt möchte ich hier auf jeden Fall noch was erwähnen. Leute, guckt euch das mal an. Wenn das nicht eine geile Frisur ist. Meine String of Hearts. Ja, die fällt sofort ins Auge, die ist richtig cool gewachsen. Also der geht es hier auf jeden Fall auch mal richtig gut. Ja. Die steht auch in Erde. Genau, die steht ganz normal in Erde, sogar noch in dem Topf, in dem ich sie gekauft habe. Ah, okay. Also gar nicht hier dein Special Mix, sondern okay. Ganz normal Baumarkterde. Ich habe sie vor 1,5 Jahren ungefähr geschenkt bekommen. Da war die so klein und ist jetzt so lang geworden. Also der geht es richtig, richtig gut. Ja, also wenn er Stecklinge braucht, schreibt ihm. Da meldet sich schon jemand hinter der Kamera. Was haben wir hier noch? Direkt neben dem Fernseher, ich meine. Meine Strelitzie, mein kleines Sorgenkind. Ich weiß nicht, also ich habe die mir gekauft, weil ich immer eine haben wollte. Mhm. Und habe mir gedacht. Ist auch dekorativ einfach mega geil. Genau, dann habe ich mir gedacht im Hochsommer, ja, die kann im Auto bleiben, ist nicht so schlimm. Kommt ja kein Sonnenlicht rein, ja, war ein bisschen warm. Deswegen hat sie hier so ein paar Stellen. Ist ein bisschen meckerlich auf mich. Ja. Die braucht bald mal einen neuen Top und ich glaube, dann geht es auch wieder gut. Sie kriegt auch jetzt ein neues Blatt hier zwischen, wie man sieht. Ja. Ja, ich bin, wie gesagt, gerade eh noch so ein bisschen auf Wohnungssuche und ich hoffe, dass ich eine Wohnung finde, wo die Strelitzie sich einfach noch besser macht. Ne? Ja. Schöne, helle Wohnung. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ja. Jetzt gehen wir hier nochmal rüber in die Ecke. Genau, auf meinem Drucker. Ja, aber das Blatt ist halt auch einfach cool. Das ist gut, wir wissen alle um die Problematik der großen, panaschierten Stellen von Blättern. Wird braun, in der Regel schneidet man sie dann irgendwann ab. Ne? Genau. Ist halt traurig, weil es halt einfach das mega geile Blatt schlechthin ist. Voll. Aber ja, den Wasser tatsächlich. Zum ne? Mit Wasserstoffperoxid ein bisschen, weil das so eine kleine Rettungsaktion ist. Ich versuche nochmal mein Glück und ich bin gespannt. Okay, richtig coole Nummer. Ja. Was machen wir als nächstes? Nach Hagen fahren. Nach Hagen fahren? Was gibt's denn in Hagen? Eine Dschungelwohnung? Eine Dschungelwohnung? Das hört sich doch erstmal gut an. Ja, aber ich würde sagen, das ist übrigens die Wohnung von der Vivian, die jetzt gerade wieder gesagt hinter der Kamera steht. Die schauen wir uns an, aber nicht mehr in diesem Video, liebe Leute. Ich weiß, ihr werdet jetzt zu Hause weinen, aber wir wollen ja auch nicht, dass die Folge zu lang wird. Genau. Deswegen verabschieden wir uns jetzt erstmal aus dieser Wohnung. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hab zu danken, liebe Leute. War richtig schön. Ich habe sogar einen richtig leckeren Kaffee gekriegt. Ich habe übrigens die Berliner, die ich vorhin gekauft habe, wisst ihr ja noch, beim Bäcker. Die essen wir jetzt. Essen wir jetzt. Ja, auf jeden und Fall. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der Vivian. Ich blende, wie gesagt, hier auch nochmal den Instagram-Kanal ein. Einmal von Momo und einmal von der Vivian. Und dann sehen wir uns später.